Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebes Publikum, ich, Darko Bašić, möchte heute ein paar Gedanken zum Thema Wegschauen verboten, Weiterdenken erlaubt mit Ihnen teilen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 fand in Österreich und in Deutschland die sogenannte Reichspogromnacht statt. Synagogen brannten, jüdische Geschäfte wurden zerstört, Menschen starben. Wenn man die wenigen Menschen, die diese Zeit noch miterlebt haben, heute fragt, dann werden die nicht-jüdischen Menschen immer wieder sagen, dass man nichts gesehen und bemerkt hat. Das ist alte Geschichte, werden viele sagen, doch so alt ist die Geschichte nicht. Am 3. August 2009 wurde in Ungarn Timers Mutter im Dorf Gisleta in Rom mit einer Schrotflinte erschossen. Timer überlebte, hat aber bleibende Schäden. Die offizielle Politik in Ungarn schweigt zu diesen Vorfällen. Niemand schreit auf, wenn genau dieser Präsident, der rechtsextremen Terror im eigenen Land billigt oder toleriert, sogar gesetzlich legitimiert, wenn genau dieser Präsident zur Zeit der Corona-Krise das ungarische Parlament abschafft und per Dekret regiert. Hat keiner etwas gesehen? Hat keiner hingeschaut? Dann sollte man doch meinen, dass es einen Aufschrei in einem demokratischen Europa gibt. Der Aufschrei aber bleibt aus. Immer wieder haben in der Geschichte Menschen versucht, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen und sich zu wehren. Nicht aus Eigennutz, sondern weil sie der festen Überzeugung waren, dass man nicht schweigen darf. Poštovane dame i gospodo, draga publiko, ja, Darko Bašić, danas bih želeo sa vama da podelim nekoliko mojih misli o temi gledanje u stranu je zabranjeno, da li razmišljati je dozvoljeno. Zašto je bilo moguće da su Jevreji u Austriji i Nemačkoj bili proganjani i ubijani, a da niko ništa nije hteo da vidi? Zašto je romska etnička grupa mučila i ubijala ljude, a da niko ne vidi? Zašto niko ne vidi opasnost u vršenju Viktora Orbana? Ja sam dete srpskih korena, a odrastao sam u Austriji. Tema skretanja očiju lično me se tiče, jer su u Srbiji u skorijoj istoriji desile mnoge stvari koje se nisu trebale događati da ljudi gledaju, a ne obraćaju pažnjost. Wegschauen ist heute in unserer Gesellschaft fast schon ein Normalzustand, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Oft sind es Alltagssituationen, bei denen man wegschaut, aus Bequemlichkeit, aus Angst vor Anstrengung. Danas je u našem društvu normalno da ljudi skretaju poglede. Zbog praktičnosti, zbog straha od napora. Često su to svakodnevne situacije u kojima neko skreće pogled. U novembru prošle godine morao sam posmatrati u tramvaju kako jedan stariji čovek pokušavao da sedne na jednu od sklopivih stolica gde se okliznuo i pao. Reakcija ljudi je bila katastrofalna. Mnogi mladi ljudi su pogledali čoveka i okrenuli se, pretvarajući se da se ništa nije dogodilo. Zajedno sa još dve osobe pomogao sam mu da ustane. Ništa mu se nije dogodilo. Naravno da se može reći da bi i ostali ljudi pomogli da nismo nas tri pomagača bila tu. Oni su hteli da pomognu, ali pomoć nije bila potrebna. To je tačno, ali ako iz položaja možete vidjeti da oni nisu želeli da intervenišu, onda se morate zapitati da li su namjerno skrenuli pogled. Dieser Sturz eines Mannes in einem Verkehrsmittel, dieses Wegschauen und nicht helfen, ist ein simples Ereignis, das in dieser oder ähnlicher Form sicher schon jeder erlebt hat. Warum aber schauen wir weg, wenn ein Mensch Hilfe braucht? Wenn jemand verbal oder sogar körperlich angegriffen wird? Wenn ein Elternteil ein Kind auf offener Straße prügelt, wenn ein Bursch auf ein Mädchen hinschlägt, wenn im öffentlichen Raum ein anderer Mensch einen anderen als scheiß Ausländer oder ähnliches beschimpft, dann drehen sich viele um und hören nichts. Ako vidimo dete kako se tuče na ulici, ako vidimo muškarca kako tuče ženu, ili ako čujemo osobu kako se zove stranac ili ološ, onda pogledamo u stranu i ne ulazimo u svađu i objašnjavamo kako su bili drugi ljudi koji su mogli da pomognu. I onako bismo željeli nešto da uradimo sami, ali sada nije bilo vremena ili smo se toliko plašili da ne bismo mogli da intervenišemo. Lako je pronaći razloge zbog kojih ljudi skretaju poglede. Es ist uns unangenehm. Wir haben Angst vor Konsequenzen. Sofort haben wir Ausreden zur Hand. Man habe gerade keine Zeit für eine lange Diskussion. Erziehung sei gar nicht so leicht und Kinder sind einfach schlimm. Man könne ja nicht wissen, warum zwei Menschen streiten. Und obendrein ist es unklug einzugreifen, wenn man dann vor diesen brutalen Menschen sicher zusammengeschlagen wird. Warum hätte ich etwas tun sollen?
Es waren so viele andere auch da, hört man ständig. Doch genau dieses Wegschauen ist es, was dazu führt, dass nicht nur Gewalt im Kleinen, sondern auch im Großen möglich wird. Was wäre gewesen, wenn 1938 die Menschen nicht weg, sondern hingeschaut hätten? Wären sie auch einfach Opfer der NS-Diktatur gewesen oder hätte man dieses Regime des Grauens verhindern können? Hätte man das Leben vieler Roma in Ungarn retten können, wenn man hingeschaut hätte? Können wir, wenn wir jetzt auch, wenn sicher die Corona-Krise ein zentrales Thema ist, verhindern, dass Europa der demokratiefeindlichen Elemente wird? Schauen wir hin oder wenden wir unseren Blick ab? Ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. In Griechenland sterben in den Flüchtlingslagern nun noch mehr Menschen, weil zu all dem Elend, das es dort schon gibt, auch noch Corona als Thema hinzukommt. Hila do 938. godine, ljudi su skretali poglede. Da li bi umeli da su gledali i obraćali pažnjost? Da li su mogli da spase živote mnogih Rima u Mađarskoj da su gledali? Zar nije vreme, uprkos koronskoj krizi, da sagledamo Mađarsku i progovorimo kada je demokracija u pitanju? Zar nije sramota ako skrenemo poglede sa izbegličkih kampova u Grčkoj? Liebes Publikum, verehrte Jury, Wegschauen ist verboten. Verboten, wenn wir in Zukunft sicherstellen wollen, dass Menschlichkeit, dass Freiheit existiert. Zivilcourage ist notwendig, damit aus dem Hinschauen kein Gaffen wird, kein lustvolles, voyeuristisches Schauen, sondern ein Handeln im Sinne der Menschlichkeit. Wenn wir sehen, wie Unrecht geschieht, wenn Leid um uns geschieht und wenn es auch nur Leid im Kleinen ist, wie das Beispiel des Mannes in der Straßenbahn, dann muss das Hinschauen auch dazu führen, dass wir über die Folgen des Wegschauens nachdenken und Handlungen setzen. Es sollte selbstverständlich sein, dass wir hinschauen. Und genauso selbstverständlich sollte es sein, dass wir daraus Handlungen im Sinne der Menschlichkeit setzen. Poštovana publiko, dragi žiri, gledanje u stranu je zabranjeno. Zabranjeno ako želimo u budućnosti osigurati postojanje humanosti i slobode. Potrebna je građanska hrabrost da se gledanje ne pretvori u zanosan pogled, već u akciju u smislu humanosti. Ako vidimo da se dogodi nepravda oko nas, ako se dogodi patnja oko nas i ako se dogodi čak i mala patnja, poput primjera čovjeka u tramvaju, onda gledanje u stranu nas mora navesti i na razmišljanje o posljedicama. Ali naravno, mi mora da gledamo jer mnogima možda treba pomoć. Hvala vam na vašoj pažnji. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.